Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Plugin-Format Clap, das so die Zukunft meines Erachtens der DAW-Plugins ist, als quasi würdiger Nachfolger von VST, VST3 AU und jeder Menge anderer Formate, wie zum Beispiel aus dem Open-Source-Bereich LV2. Was das genau ist und was man damit machen kann, das erkläre ich euch jetzt. Dann legen wir doch einfach mal los. So, CLAP steht für Clever Audio Plugin und dieses Plugin wurde hochoffiziell der Welt bekannt gegeben am 15.06.2022. Das war zur Erstellung dieses Videos vor ein paar Tagen. Und angekündigt hat das Bitwig zusammen mit Yuhi als Treiber dieses Plugin-Formates. Und warum das so aufregend ist und warum das so toll ist, das will ich jetzt mal so im Vorfeld ein bisschen erklären, bevor ich dann im weiteren Feld so ein paar Soundbeispiele mache. Zuallererstes, was bedeutet das für uns EndanwenderInnen? So, das bedeutet, CLAP hat so ein Feature, das nennt sich Multicore oder Multithreading, wonach eine DAW, die CLAP unterstützt, und ein Plugin, ein CLAP-Plugin, quasi mehrere oder sagen wir mal ganz allgemein, alle CPUs eines Computers, eines Rechners benutzen kann. Das war bisher standardmäßig noch nicht so. Es gibt Plugins, die das von sich aus versuchen und zu machen. Und es gibt auch in letzter Zeit eine Firma, die von sich reden hat, machen, die versucht, die Grafikkarte, also die GPU, die Graphic Processing Unit, mit einzubeziehen, um einfach die Power, die in einem Rechner steckt, ordentlich zu nutzen. Weil der klassische Fall war jetzt einfach so, ein Plugin, das gestartet wird, kann auf einem Prozessor laufen. Und wenn der Prozessor nicht schnell genug ist, dann hat das Plugin Probleme, beziehungsweise ihr habt dann ein Problem. Und mit CLAP wird da gleich von Grund auf gesagt, okay, ein Plugin kann ja relativ komplex sein, es kann verschiedene Oszillatoren haben, es kann verschiedene Effekte und so weiter haben, oder die DAW kann das haben. Und das Plugin-Format hat quasi eingebaut in der Architektur, dass alle CPUs benutzt werden können. So, und das bedeutet nämlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein tolles Plugin wie Diva habt, das relativ CPU hungrig ist, dass ihr jetzt quasi eure 8, 12, 16, 32 CPUs voll nutzen könnt oder in Zukunft könnt und euer Rechner geht nicht in die Knie. Das heißt, wenn jetzt irgendwie in einem Plugin mal ordentlich CPU braucht, dann kennt ihr das vielleicht, dass solche Spikes auftauchen, also so kurze CPU-Ausschläge, die manchmal dann einfach zu so einem Knacksen oder kurzen Aussetzen führen kann, wenn ihr schon so ein komplexes Projekt am Start habt. Und das wird jetzt einfach über alle CPUs gelegt, sodass das eher nur noch selten vorkommt. Das heißt, ein Beispiel wurde zum Beispiel gemacht, gerade auch mit Diva von Yuhi, dass man im Vergleich zu der VST-Variante des Plugins konnte die CLAP-Variante des Plugins die doppelte Anzahl von Instanzen von Diva laufen lassen, bis es zu Problemen kam. Und das ist dann schon mal, ich sag mal, ein Wort, wo man sagen kann, okay, wenn sich das auf alle Plugins danach im Endeffekt bezieht, kann man natürlich die Power eines Rechners wesentlich mehr nutzen oder besser ausnutzen im Endeffekt. Dann eine der Features, die noch mit angekündigt worden sind, und das ist alles nur der Start von solchen neuen Features, ist die Voice Polyphony. Das bedeutet, man kann jede einzelne Voice eines Synthesizers kann man einzeln steuern, mit einer Modulation versehen oder mit einer Automation versehen oder mit irgendeiner anderen Eingabe über MPE-Controller, wie auch immer, versehen, sodass ihr quasi, wenn ihr einen Akkord drückt, jede einzelne Note von diesen drei Noten separat in irgendeiner Weise
kontrollieren, manipulieren könnt. Ihr kennt das von manchen Videos, von den MPE-Controllern. Da zieht man die eine Note runter, die andere Note hoch und die eine macht dann irgendwie den Filter zu. Und das wird dann immer pro Note, die erklingt, aus einem Synthesizer quasi gesteuert. Das ganz früher konnte man das quasi noch mit unterschiedlichen Synthesizer machen, dass man für jede Art und Weise quasi einen eigenen Synthesizer nimmt oder man hat diesen Effekt quasi gespielt, gebounced und dann als Audio irgendwie rangehängt. Das heißt, die Komplexität, die man quasi in seinem Workflow integrieren kann, wird höher, aber auch wesentlich einfacher dadurch. Der Jürgen Moosgraber hat es in seinem Video treffenderweise MPE on Steroids genannt, also MPE auf Steroiden. Und das trifft es so ziemlich, was das betrifft. Also das heißt, wenn ihr ein MPE-Gerät habt oder wenn ihr einfach völlig durchdreht an der DAW, dass ihr die Töne in alle verschiedenen Richtungen mit allen Klangfarben irgendwie versehen wollt, könnt ihr das in Zukunft mit Clap-Variant machen, wenn das Plugin das unterstützt. Aber Clap von Hause aus unterstützt schon relativ viel von solchen Grundfeatures, sodass das quasi nur noch aktiviert werden muss, beziehungsweise halt in die Struktur des jeweiligen Plugins, des jeweiligen Herstellers integriert werden muss, beziehungsweise eben auch die DAW muss ja natürlich dieses Plugin-Format auch unterstützen. Im Moment ist das nur Bitwig und Bitwig kommt ja eh sehr viel aus dieser Wir-modulieren-alles-Welt, was ja unglaublich klasse ist, weil Sounds und Bewegung, das ist einfach eine tolle Kombination. Alles andere wirkt dagegen langweilig. Und da gibt es noch eine ganze Menge andere Überlegungen, was man da alles machen kann. Und die Community dreht jetzt schon bereits durch mit irgendwelchen Vorschlägen und irgendwelchen Ideen, was man da machen kann. Zum Beispiel wäre auch vorstellbar, dass man Arpeggiator nimmt und jeder Akkord, der neu angeschlagen wird, bekommt seinen eigenen Arpeggiator damit rein. Also das heißt, da öffnet sich eine ganze neue Welt mit Modulationen, die vielleicht mancher noch gar nicht so im Blick hatte. Von der Bitwig-Seite her kennt man das halt schon ein bisschen, weil man halt diese ganzen Modulatoren schon mit von Hause aus in der DAW hat und die DAW da ja auch darauf ausgelegt ist, dass man sehr viel bewegen kann, auch in komplexen übereinander gestapelt und so weiter. Aber trotzdem setzt das nochmal ein ordentliches Level hier drauf. Dann diese ganze polyphone Einzelstimmenmodulation. Und das zeige ich auch gleich, können auch nochmal relativ quasi benutzt werden. Relativ bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel so einen Filter hier eingestellt und da läuft dann eine Modulation, das zeige ich auch gleich, die halt das Ding hin und her moduliert. Und ich kann den Regler jetzt einfach hier hin und her drehen und die Modulation, die bewegt sich immer nur um diese Einstellung, die ich hier gerade hier unten habe. Das heißt, dann würde sie hier modulieren, drehe ich den Regler hier hin, dann moduliert die halt hier oben rum. Die läuft halt immer relativ zur aktuellen Einstellung und natürlich dann auch entsprechend mit einer Automation. Wenn das jetzt hier automatisiert wird, dann läuft die Modulation quasi hier immer mit dieser Einstellung mit. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass in Zukunft selbst die Automation nochmal relativ eingestellt werden kann, sodass jetzt, dass ich zum Beispiel, hier habe ich eine mal eingemalt, diese Automation, die bewegt diesen Schalter quasi hier rum oder von hier nach hier so ungefähr. Und dass man dann zum Beispiel hingehen könnte und sage, okay, die Automation ist natürlich wichtig, aber ich möchte zum Beispiel in einem Live-Set diese Automation auch nochmal relativ bewegen und bewegt die dann und habe dann vielleicht hier irgendwo nochmal so einen Knopf oder hier oder wo auch immer, wo ich das quasi auf meinen Ausgangszustand, auf diesen Init Zustand, den ich ursprünglich geschaffen habe, zurückspringen kann. Was eine mega coole Geschichte ist, noch nicht so, kam jetzt einfach nur mal so spontan in den Kopf, was da noch alles möglich ist. Also das heißt, diese temporäre, diese relative Modulation, Bewegung oder so, kann durch Clap nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Die Modulation an sich für die verschiedenen Parameter sind Sample genau. Das hatte dir Jürgen Moosgraber auch nochmal in seinem Video kurz erklärt. Sample genau bedeutet nichts anderes. Wer sich so ein bisschen auskennt, da solche Modulationen oder LFOs haben oftmals den Hinweis mit gehen in die Audio Rate. Und in die Audio Rate gehen bedeutet, dass die einfach so schnell schwingen können, dass man die Schwingung selber gar nicht mehr wahrnimmt, sondern dass man es als einen Ton wahrnimmt. Und das ist dann, erzeugt dann einfach Audio. Und man kann dann durch die Geschwindigkeit dieser Modulation auch nochmal die Tonhöhe bestimmen.
Weil je schneller es schwingt, desto höher wird der Ton. Je langsamer schwingt, desto tiefer. Und irgendwann hört man dann wieder, sagen wir mal, es wäre die Lautstärke oder der Filter, hört man dann einfach die einzelnen Filterbewegungen wieder, bis halt wieder ganz langsam vonstatten geht. Clap ist für MIDI 2.0 und MPE ausgerichtet. Das Clap-Konsortium nenne ich das jetzt einfach mal. Das sind einfach ganz viele Entwickler, die Lust darauf haben und Firmen, die Lust darauf haben, diesen Standard vorwärts zu bringen, sind in Kontakt mit dem MIDI 2.0. Konsortium, da wird sich ausgetauscht. Das ist ein, wie man es in der Fachwelt nennt, ein ongoing process. Und natürlich ist MPE da komplett mit integriert. Was eine schöne weitere Sache ist, was wir aus BitTek her schon kennen, was dann aber mit allen Plugins grundsätzlich möglich ist, ist dieses Voice Stacking. Das heißt, Voice Stacking ist nichts anderes als, ich habe einen Synthesizer, möchte quasi eine zweite Instanz von diesem Synthesizer mit dem gleichen Clip hier haben und wo ich aber nur eine Kleinigkeit irgendwie ändere oder anders moduliere. Und der Standardweg war aber einfach bisher, oder der ganz einfache Weg, ich dupliziere einfach diese Spur, dann habe ich zweimal diesen Synthesizer und kann in der zweiten Version des Synthesizers dann einfach meine Änderungen hier machen, wie ich das irgendwie haben möchte. Und dann klingen die einfach anders. Nachteil an dieser Version ist, wenn ich irgendwas hier an diesen Clips hier ändere, muss ich die natürlich dann auch hier unten wieder anpassen. In vielen DAWs gibt es deshalb nämlich eine Möglichkeit, dass ich das innerhalb quasi der Device-Chain machen kann. Ich kann das jetzt einfach hier unter BitTek zum Beispiel einfach gruppieren. Das zeigt er mir hier jetzt nicht an, aber mit Steuerung G erzeuge ich jetzt hier einen Instrumenten-Layer, habe jetzt hier einmal einen Polysynth drin, kann jetzt durch Steuerung D das duplizieren und habe dann jetzt einfach vier Polysynths am Start und kann dann jede Version des Polysynths hier nochmal irgendwie ändern, wie ich das möchte, und habe dann meinen Sound mit dem Vorteil, dass ich nur einen einzigen Clip habe und dieser Clip füttert dann alle meine Polysynths. So, das ist ein weiterer Weg, wie das in vielen DAWs funktioniert. In BitTek gibt es dieses Voice Stacking schon länger, da habe ich auch nochmal ein Video dazu gemacht gehabt, ein Tutorial. Und bei diesem Voice Stacking ist es im Prinzip genau so, ich sage, ich will hier fünf verschiedene Polysynths haben. Und bei diesen Polysynths, so ein bisschen wie bei Unison, wo ich unterschiedliche, ich habe hier zum Beispiel Unison, da kann ich jetzt unterschiedliche Stimmen oder mehr Stimmen quasi reintun. Dann spielt dieser eine Oszillator statt einer Stimme sieben Stimmen und mit dem Detune kann ich die gegeneinander verstimmen. Und das Voice Stacking ist hier im Prinzip genau ähnlich. Genau ähnlich, ist auch gut, ist hier ähnlich. Das heißt, ich mache hier fünf Versionen von dem Polysynth oder Instanzen zum Beispiel auf und da kann ich jetzt die verschiedenen Parameter voneinander so quasi wie so ein Spread auseinanderziehen. Dann gibt es in BitTek noch den Voice Stack Modulator, da kann ich das dann nochmal feintunen mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich sage 0 bis 1 irgendwie gleich verteilt und kann dann hier nochmal separat das Ganze auseinanderziehen oder von minus 1 zu plus 1, also hier unipolar, bipolar. Hier kann ich dann die verschiedenen Werte nochmal direkt eingehen oder hier kann ich mit so einem Schieberegler in Prozent, Plus- und Minuswerte ganz speziell nochmal eingeben. So, das wird es dann auch für die grundsätzlich für alle anderen Plugins geben, wo das natürlich auch Sinn macht. Ein weiteres großer Vorteil sind die Metadaten, das heißt so Sachen wie Presets. Ihr kennt ja, ihr habt in eurer DAW, und der BitTek ist das hier, so ein Browser und dann gibt es hier die Presets und dann seht ihr von Teilen von den Plugins, seht ihr die Presets da drin, von Teilen eben auch nicht. Je nachdem, inwieweit die Plugins das zur Verfügung stellen, je nachdem, inwieweit die DAW-Hersteller dann die einzelnen Plugins kennen und dann die Informationen irgendwie rauslesen können. Das ist immer so eine einzelne Geschichte. Bei den einen geht's, bei den anderen geht's nicht und weiß man nicht. Meistens geht man dann dazu über, dass man dann einfach zum Beispiel wie bei dem Hive hier das Plugin laden muss, dann in den Preset-Browser reingehen und dann hier die verschiedenen Presets raussuchen muss. Das ist mühsam. So, mal hier wieder auf Init zurück, beziehungsweise so Init. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts kaputt gemacht. Das ist mühsam, das ist blöde. Als EndanwenderIn ist das immer so, irgendwie so. Und Clap hat das gleich von vornherein, dass diese Metadaten, also diese Presets oder welche Samples benutzt werden, die sind transparent auslesbar in einem Standard für eine DAW.
Das heißt, Clap-Plugins können das anbieten, beziehungsweise bieten das an, dass die DAW das einfach ausladen kann, ohne das Plugin reinladen zu müssen, ohne dass ihr in das Plugin rein müsst und dann den Preset-Browser aufrufen müsst, sodass ihr wisst, welche Presets habt ihr generell am Start. Und ihr könnt es dann über den DAW-eigenen Preset-Browser einfach dann suchen. Ist eine super Sache, eine Kleinigkeit, aber einfach eine super Sache. Dann noch zwei Dinge, die mir persönlich wichtig sind, die die meisten einfach nicht so im Auge haben, aber die auch für alle extrem wichtig sind. Und das eine ist die Lizenzierung. Da sagt jeder, was habe ich mit der Lizenzierung zu tun? Ich habe das Ding gekauft, gehört mir, da habe ich eine Lizenz. Das ist nicht die Lizenzierung, die ich meine. Lizenzierung bedeutet das Plugin-Format, die Lizenz für das Plugin-Format. Und zwar Clap hat eine MIT Open Source Lizenz. Und das bedeutet, jeder kann quasi Plugins programmieren und kann Clap-Plugins auch verkaufen. Klingt simpel, ist es im Prinzip auch, aber wenn man jetzt mal so die anderen Formate irgendwie anguckt, es gibt Apple mit AU, da sagt Apple, du musst dieses und jenes irgendwie machen, bevor du in irgendeiner Art und Weise ein AU-Plugin rausbringen musst, wir vergeben dir quasi die Erlaubnis und können dir die Erlaubnis auch wieder entziehen. Und dasselbe ist bei den VST-Formaten. Bei den VST-Formaten, jeder kann natürlich VST-Plugins entwickeln, aber man muss einen Antrag stellen, dann kriegt man eigentlich immer die Lizenz, aber da gibt es so diese kleinen Paragraphen, wo eben auch drin steht, naja, Steinberg oder der Inhaber von Steinberg kann dir auch die Lizenz entziehen und dann darfst du keine VSTs mehr veröffentlichen. Ist jetzt so noch nie passiert in diesem Falle, jetzt bei VST, also mir nicht bekannt. Aber das kann alles passieren. In der Vergangenheit sind die merkwürdigsten Dinge passiert, wenn ein Investor einfach mal gemeint hat, nö, ich habe so meine eigenen Plugins und da schmeiße ich jetzt einfach mal so den Wettbewerber mit raus. So, und ihr seid dann quasi einfach darin gefangen, sagt, okay, eigentlich fand ich das Plugin wesentlich besser. Damit ich diesen Workflow beibehalten kann, muss ich jetzt ein anderes Plugin zusätzlich kaufen. Einfach nur aus diesem rechtlichen Hintergrund heraus, weil der eine sagt, naja, Lizenz halt nicht mehr, weil aus irgendwelchen Gründen der Kaffee mir heute Morgen nicht geschmeckt hat oder was auch immer, ich übertreibe jetzt hier jetzt mal, ist das Plugin einfach nicht mehr verfügbar. Und es gibt viele Gründe, warum ein Plugin nicht mehr verfügbar ist. Und dadurch, dass man einfach gesagt hat, wir lizenzieren das mit einer MIT Open Source Lizenz, ist diese Unsicherheit einfach mal weg. Es gibt natürlich immer noch Wechsel des Betriebssystems oder Update des Betriebssystems, Plugin und wird nicht mehr unterstützt, wird nicht mehr quasi geupdatet und dann habt ihr halt ein altes Plugin, das ihr nicht mehr nutzen könnt auf einem neuen Betriebssystem. Gibt es natürlich auch, aber diese Unsicherheit mit der Lizenzierung, die existiert einfach nicht mehr und das bedeutet auch, dass jede Menge Entwickler, was auch aktuell eine Menge tun, an diesem Plugin-Format mitarbeiten können, ohne dass halt eine Firma sagt, dass jetzt eine Firma oder ein Investor dahinter steht und sagt, ja, nee, du darfst nicht und das einfach entscheidet. Es ist ein demokratischer Weg, um einfach einen Standard zu schaffen und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was die meisten nicht so wirklich interessiert, weil niemand so gerne drüber nachdenkt, weil es ein unangenehmes Thema ist, Industriestandard. Industriestandard ist unglaublich wichtig. Denke man einfach nochmal an DIN A4 Papier und Drucker. Diese Kombination. Hätten wir kein DIN A4 oder im amerikanischen Bereich Letter, die Drucker sehen alle merkwürdig aus, wären wahrscheinlich riesig, sodass auch jede Papierform irgendwie bedruckt werden kann und die Papierhersteller würden halt auch dann sagen, ja nee, wir finden jetzt irgendwie 20 mal 20 besser als irgendwie 29 mal 19 oder irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, hier war es unglaublich wichtig, dass es die DIN-Formate gab, ein Industriestandard oder aus einem anderen Bereich, Computerbereich, das ganze USB-Chaos mit den verschiedensten Formaten und bei den Formaten gibt es ja irgendwie USB 1, 2, 3, A, B, das sind jetzt nur diese Stecker zum Beispiel, dann gibt es Thunderbolt, dann gibt es von Apple Lightning, die alle unterstützen so ein bisschen unterschiedliche Geschichten und dann kommen noch die Kabel dazu, die auch nochmal unterschiedlich sind von den Steckern und welche Adern in den Kabeln drin sind. Es kann gut sein, man kauft ein USB-Kabel und kann einfach das nicht betreiben, was man eigentlich betreiben wollte, weil das USB-Kabel einfach nicht alle Features unterstützt. Und das steht halt auch nicht außen drauf, da steht halt nur USB 3. Aber in USB 3 gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Geschichten. Das kann man mal nachlesen, wenn man möchte, muss man nicht unbedingt. HDMI-Kabel ungefähr dasselbe. Es gibt unterschiedliche HDMI-Standard, 1.4, 1.5 oder was auch immer. Und die Kabel unterstützen dann einfach nochmal unterschiedliche Sachen, die
halt oftmals noch nicht mal auf der Verpackung draufstehen. Dann ärgert man sich als EndanwenderIn und denkt so, ja, wieso, ich habe doch und das sollte doch und denkt, das ist ja ein Standard, ist es aber eigentlich nicht. Deshalb ist dieses Thema Standard so unglaublich wichtig für uns als EndanwenderInnen, dass wir uns einfach darauf verlassen können, dass eine allgemeingültige Definition dieses Standards, das wir kennen, dass das auch gilt, wenn wir das kaufen, beziehungsweise irgendwie eine DAW kaufen, die den Standard unterstützt und ein Plugin kaufen, das den Standard unterstützt und dass das wirklich so das Gesamtpaket ist und nicht irgendwie die eine DAW-Firma sagt, naja, machen wir halt irgendwie unseren eigenen Dingsi da und ein Plugin-Hersteller sagt, ja, machen wir einen ganz anderen Dingsi und dann habt ihr etwas, was gleich heißt, aber irgendwie nicht so wirklich super zusammenläuft. Und deshalb sind Industriestandards unglaublich wichtig und es ist ein ganz großes, tolles Ereignis, dass einfach sich verschiedenste Firmen zusammengetan haben. Und Bitwig und Yuhi haben das halt einfach getrieben von sich heraus und finanziert, da verschiedene Leute an einen Tisch ranzubringen und einfach sagen, wir schlagen einen offenen Standard vor mit dieser rechtlichen Sicherheit und dass jeder daran mitarbeiten kann, sodass niemand ausgeschlossen wird. Und CLAP ist jetzt quasi eine Architektur, die offen nach oben ist, was bedeutet, das, was jetzt integriert ist, ist erst der Anfang und das kann alles weiterentwickelt und aufgesetzt werden. Und da gibt es ja eine ganze Menge Firmen und Projekte, die da mitmachen. Das ist jetzt auch der letzte Punkt, bevor ich jetzt zu ein bisschen Sound komme. Wer macht da mit? Natürlich Bitwig und Yuhi. Bitwig mit der DAW sowieso, klar, ist jetzt ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die einzige DAW ist im Moment, die das unterstützt. Ich glaube, mir war so, dass eben noch die eine oder andere DAW gibt. Soweit ich das gehört habe, kann ich nicht genau sagen, Q-Tractor, sondern Open Source DAW, die das unterstützt. Aber mal egal, dann gibt es eben Hersteller wie Yuhi mit ihren super Plugins, sei es jetzt Diva, Hive 2, Setin, Presswerk oder was auch immer, die das quasi unterstützen. Und Yuhi hat jetzt auch in einem KVR-Thread jetzt die ersten Betas von, ich glaube, Diva, Hive, MFM und Ace quasi announced, dass man die mal ausprobieren kann und tut das auch. Probiert die aus, das ist alles Beta und das stürzt auch ab. Das ist auch gar kein Thema. Aber je mehr Leute das ausprobieren und testen, desto perfekter wird das Plugin dann nachher im Endeffekt. Und ich habe auch diese ganzen Informationen auch nochmal in einem Blogpost zusammengeschrieben, den ich in dem Videoartikel verlinkt habe. Da findet ihr dann nochmal so ein bisschen mehr Details dazu und auch etliche Links, weiterführende Links mit Videos dazu und so weiter. Da könnt ihr euch nochmal genauer informieren. Weitere Firmen, die das für sich evaluieren oder die das bereits schon integrieren, den Stand kenne ich leider nicht, kenne jetzt einfach nur die Namen. Das ist Arturia, kennt ihr. Dann kennt ihr Avid mit Pro Tools, Cable Guys mit Shaperbox oder Shaperbox 2 zum Beispiel, Kokos mit Reaper, FabFilter mit den Pro-Q, Pro-Air-Produkten zum Beispiel, ImageLine mit FL Studio, Presonus mit Studio One, dann Tal Software oder Togo Audio Line mit ihren ganzen Plugins wie Tal Juno LX zum Beispiel, Valhalla DSP, kennt ihr bestimmt den Supermassive Reverb, VCV Rec gibt es, Vital Audio, Transfer Records mit Serum und LFO Tool, kennen die meisten wahrscheinlich auch, das Search Team, dann Chowdhury und ein ganz besonderer Name, weil er nicht aus der Musikwelt kommt, sondern aus der Gaming-Welt, ist Epic Games. Und Epic Games kennen die meisten, die mal irgendwas etwas intensiver gespielt haben. Sehr bekannt durch die Unreal Engine oder durch die Unreal Tournament Serie, die ist so ein bisschen älter. Ein ziemliches Schwergewicht im Gaming-Markt. Und die evaluieren das für sich auch, denn Plugins sind auch wahnsinnig wichtig für Spiele, um einfach dynamisch zum Beispiel Effekte, Filter, Delays, Reverbs irgendwie einzubauen oder Sounderzeugung oder was auch immer. Alles, was in der DAW quasi vorkommt, kann natürlich auch in einem Spiel als Effekt, als Sounderzeugung in irgendeiner Weise vorkommen. Einfachste Version wären Sampler, um irgendwelche Samples abzuspielen zum Beispiel. So, das war jetzt der ganze Redeteil. Und jetzt will ich einfach mal zu ein paar Beispielen kommen. Ich habe jetzt mal einen Polysynth
genommen von Bitwig. Und der spielt jetzt hier einfach mal drei Töne. Und die kann ich jetzt hier mit dem Filter-Cutoff so ein bisschen bewegen. Oder ich mache das mit einer Modulation, die den von alleine bewegt. Und dann wird diese Filterhüllkurve quasi für den gesamten Synthesizer einzeln durchgeführt. So, und Clap macht es jetzt einfach möglich, dass ich diese Filterbewegung pro Voice mache. Das heißt, wenn ich das jetzt hier abspiele, dann wird für jede Note eine eigene Filterbewegung gestartet. Ich habe das hier jetzt pro, also quasi den Trigger auf Note gesetzt. Das heißt, bei jeder Notenstart wird diese, naja, nicht Hüllkurve, aber diese Modulierung gestartet. Man sieht es hier auch schön, die einzelnen Voices werden mit diesen kleinen weißen Punkten repräsentiert, die jetzt hier einfach nacheinander abgespielt werden und die jede ihre Filtermodulation bekommt. Und dann habe ich das Ganze nochmal auf das Panning gesetzt, hier drüben. Wenn ich hier drüber gehe, dann blinkt das auf der rechten Seite hier grün. Sieht man auch die Modulation. Und jetzt bekommen diese drei Noten quasi eine Filtermodulation und eine Panning-Modulation. Wenn ich das jetzt hier mache, und ich kann jetzt gleichzeitig die absolute Position des Filters verändern und die Modulation findet hier jetzt relativ statt. Das heißt, je nachdem, wo ich das jetzt hier hinpacke, läuft einfach die Modulation in dem Bereich einfach mit. Und das eröffnet mir dann schon wieder mehr Bewegung im Sound, weil wenn ich das hier so langsam habe, dann ist es so mit einem komplett geschlossenen Filter und hier ein bisschen Filterresonanz. Und achtet jetzt einfach mal drauf, wenn ich den Filter hochdrehe, ist jetzt nicht nur, dass die Modulation sich verändert jetzt von alleine von dem Filter, sondern eben, dass die Resonanz da auch nochmal ab einem bestimmten Punkt ziemlich hörbar wird, die ich so jetzt nicht unbedingt so richtig höre. Warte jetzt mal, bis er hier vorne ist. Zum Beispiel. So, und dann hatte ich ja vorhin noch erzählt, gibt es eben die Voice-Stacking-Geschichte unter Bitwig schon ein bisschen länger und die ist dann eben auch für alle anderen Plugins verfügbar. Und was natürlich noch die Sache ist, man kann jetzt das nicht nur hier mit der Maus hier verändern, sondern man kann jetzt auch eine Automation hier mit einbeziehen. Dann geht diese Modulation oder diese Automation hin und bewegt diesen Regler von sich aus. Aktuell ist es halt zum Beispiel auch so, wenn ich das jetzt hier bewege, während die Automation hier läuft, dann setze ich unter Bitwig hier die Automation aus. Denkbar wäre eben, dass in Zukunft solche Automationen auch relativ passieren kann, sodass ich dann zum Beispiel während die Automation läuft, automatisch hier diese Werte verändern kann. Zum Beispiel. Und ich hier dann vielleicht einfach noch einen Knopf habe, der mich auf den Init-Zustand, den ich hier erstellt habe, zurückbringt. Bitte kann ich das noch ein bisschen anders lösen, dass ich hier nochmal einen extra Makro-Knopf hinmache, dann kann ich den das hier nochmal extra machen, da ist das möglich, aber wenn das für alle Plugins dann irgendwann mal möglich ist, natürlich eine super Sache. So, gehen wir einfach mal weiter hier zu dem Search-Plugin, beziehungsweise eine Sache noch, wenn wir jetzt den Search zum Beispiel laden, sieht man, dass hier der Search dieses Clap-Symbol hat. Da hier ist das VST-Symbol oder was auch immer, das
darstellt. Ich habe das nie ganz kapiert, was das ist. Aber das ist das VSC-Symbol und hier gibt es eben das Clap-Symbol. Da kann man das schon mal so ein bisschen unterscheiden. Bei mir gibt es zwei, weil ich unter Linux arbeite. Und da gibt es einmal im System installiertes Clap und dann in meinem User-Verzeichnis installiertes Clap. Das kann ich da einfach reinladen. Warum jetzt der Hive hier startet? Nochmal eine ganz andere Kiste. Und hier habe ich einfach mal einen Search vorbereitet. Da deaktiviere ich jetzt mal diese Filter. Beziehungsweise diese Modulation. Und der Search spielt jetzt auch wieder hier diese drei Noten ab. Machen wir die jetzt einfach hier mal ein bisschen kleiner, damit man es ein bisschen besser sieht. So, und wenn der die jetzt hier abspielt, ist das wie immer. Und ich kann das jetzt hier von Hand hin und her modulieren oder ähnlich wie eben gerade gezeigt. Ich mache hier jetzt den Filter Cutoff und dann wird einerseits jede Note einzeln, bekommt einen einzelnen Filter-Cutoff. Was ich an der Stelle noch gemacht habe mit dem Search, ist, dass ich einfach hingegangen bin, habe jetzt noch eine zweite Modulation hier auf den Filter-Cutoff gelegt. Habt ihr jetzt nicht per Voice, sondern insgesamt, sodass quasi diese relative Bewegung, die ich hier mit der Maus gemacht habe, habe ich jetzt einfach auf den Modulator gelegt, der jetzt langsam diesen Cutoff hin und her schiebt. Und das Ganze hört sich dann einfach so an. Jetzt schiebt er den hier unten rum und schiebt den jetzt langsam wieder hoch. Als kleines Beispiel für den Search Synthesizer. Und beim Search Synthesizer ist auch zum Beispiel schön, der kann auch schon Voice Stacking. Das heißt, ich kann jetzt quasi, wie vorhin erklärt, 5 virtuelle Searches quasi hier reintun und dann entsprechend die Parameter, so wie beim Unison Detune Spread, die einfach so ein bisschen auseinandernehmen und da noch mehr Bewegung, noch mehr Leben in den Sound mit reinzubringen. Und dann gibt es natürlich den Hive Synthesizer von Yuhi und nicht nur den, sondern wie gesagt eben auch alle anderen. Und da habe ich das jetzt im Prinzip ähnlich wieder gemacht, um das einfach mal zu zeigen. Nehmen wir hier so, da sind die Noten hier. Und hier kann ich jetzt ganz klassischerweise hingehen und sagen, ich moduliere jetzt einfach mal so den Filter. Jetzt werden alle Voices gleich mit der gleichen Filtermodulation bearbeitet. So, wenn ich den jetzt einfach deaktiviere und sage, ich mache jetzt einfach mal hier den Filter-Cutoff pro Voice, dann sehe ich hier drei Voices am Start mit diesen drei Noten. Oder sagen wir mal, ich sehe die drei Noten am Start. Die Voices sind dann nochmal abhängig vom Synthesizer. Hier jetzt quasi eine unterschiedliche Filtermodulation bekommen. Das Ganze kann ich dann nochmal rüber ins Panning schieben. So bekommt jetzt jede Note noch ihre eigene Panning-Modulation. Ich kann jetzt natürlich auch wieder relativ den Filter hier verdrehen. Und habe jetzt hier einen Unison am Start zusätzlich mit einem Detuning und habe hier die Width, also wie stark das quasi ins Stereofeld reingeht, habe ich jetzt einfach moduliert durch einen weiteren Modulator. Und hier ist das jetzt so, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ist, wie ich die Width habe ich, wollte ich eigentlich auf die Note legen. Und ich kann das jetzt einfach steuern, dass die Note nur mal in der Mitte beginnt und dann nach außen wandert. Nein, dann müssen wir vielleicht auf 180 gehen von der Phase. Also ich habe das Panning hier noch am Start, deshalb ist es schwierig zu hören. Das heißt, jede Note beginnt jetzt in der Mitte und öffnet sich dann wie so eine Blume, so Blüten nach außen hin.
Und die könnte ich jetzt natürlich auch nochmal steuern, die einzelnen Voices, dass ich die irgendwie von innen nach außen und dann vielleicht Mono in die eine Ecke. Also ich habe jede Menge Möglichkeiten, hier Soundexperimente zu machen, einfach nur durch dieses Format, was mir das einfach den Zugriff ermöglicht, ohne dass jeder Plugin-Hersteller da jetzt eigene Techniken und Funktionen einbauen muss, die das dann irgendwie wieder möglich machen. Und durch den Multicore-Multithreading-Geschichte habe ich natürlich die gesamte Power meines Rechners, ich kann es nicht genügend betonen, zur Verfügung. Und damit komme ich auch schon zum letzten Plugin, was ich hier vorstelle. Das ist der Odin. Der hat jetzt noch nicht wirklich viel ich habe ein paar Sachen ausprobiert mit der Node-Polyphony bzw. Voice-Polyphony. Unterstützt ja noch nicht, aber das ist ein Clap-Plugin und der unterstützt jetzt einfach schon mal Multicore. Was eben für so Plugins, die sehr CPU-intensiv sind, sehr ressourcenintensiv sind, unglaublich toll sind. So kann jetzt auch der Odin, der ein bisschen, nicht nur ein bisschen der CPU-intensiv ist, aber ein toller Synthesizer ist und sehr ein vielfältiger Synthesizer, wenn man sich hier jetzt mal die Synthesen hier anguckt, kann man jetzt wesentlich einfacher benutzen, ohne dass man gleich an die Grenzen seines eigenen Rechners stößt, benutzen. Das war's schon mit der ganzen Information. Ich habe extra ein bisschen schneller geredet. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so wahnsinnig lang geworden ist. Naja, immerhin immer wieder 35 Minuten. Wie gesagt, mehr Links und ein bisschen mehr Informationen über Details mit Clap findet ihr im Blogartikel, der unter dem Video verlinkt ist. Meine Bitte wäre, und ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn ihr einfach so schreibt, was haltet ihr von dem Clap-Format, beziehungsweise habt ihr weitere Ideen, was könntet ihr euch vorstellen, was damit gemacht werden wird, vielleicht irgendwelche Tipps, welcher DAW-Hersteller als nächstes damit um die Ecke kommt, und welcher vielleicht dann eher nicht. Freuen würde es mich, wenn das jeder DAW-Hersteller macht, weil, wie schon erwähnt, ein offener, rechtlich sicherer Industriestandard ist einfach für alle Seiten wirklich Gold wert. Und ich denke mal, jede Firma, jeder DAW-Hersteller, der das verstanden hat, versteht auch, wie wertvoll eben so eine Entwicklung ist. Und ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Abonniert den Kanal, teilt die Videos, kommentiert ganz viel und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.